Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Schönes Announcement heute um 20 Uhr, das wir haben werden. Heute jetzt der Duo Cash Cup mit Aqua, mit Reason. Wird mal wieder super. Der Jackpot ist bei 2900, ist im Pot. Das heißt, wenn ihr da draußen gewinnt, gewinnt ihr mehr als der Erstplatzierte, was ihr noch teilen müssen durch zwei, plus Steuern, dann Dollar. Das heißt, sie haben vier Big Mac Menüs, die sie sich dann kaufen können, durch zwei. Das ist sehr, sehr nice. Ganz viel Spaß mit den Highlights. Vergesst den Creator-Code Amar nicht. Und dann würde ich sagen, Kuss. Geht raus. Ja! 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 Was? Schöner Kill. Warte mal, die haben einen Sniper dabei. Ja, okay, nur er hat bestes Aim, sorry. Sag dir Bescheid, wenn du lernst, was... Jo, das war's. Das war's? Was war das denn? Was war das denn? Nice, good shit. Nur The Goat gerade, Chat. Nur The Goat. Was war das für ein Kill? 10 AP. Janis, kein Bild. Das war's, das war's. Die beiden sind dead. Top 10 Situation. Ja, war gut Punkte gemacht. Viele Kills. Das ist ein richtig gutes Game. Ja, ja. Todes. Aber Noah lebt ja noch, das darf man nicht vergessen. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, das sind dann 37. Und 37 Punkte nehmen sie mit, Chat. Ja. 37 Punkte nehmen sie mit. Chapix und Setti noch alive. Jeder Punkt ist wichtig. Mach die Kill. Sit on. Oh mein Gott. Malibuka noch live. Auf No-Go. Vier Kills. Das ist wichtig. Malibuka ist der Beste. Ich sag's euch so, wie es ist, Chat. Ihr müsst euch eine Sache merken und das ist Malibuka ist der Beste. Mein Pferd ist da, Chat. Ich nehme mir die 20 Subs heute mit nach Hause. Nehmt euch Christian Dior mit. Dead, Glubschi. Guck's dir an. Peter Bot. Hey, was ist das für ein Bot? Der ist ein A. Ach so. So gut gespielt. Ja, das richtige Pferd schon wieder gewettet, Chat. Da kommt der Crack von oben. Glaube ich auch. Und das war's. Ja, GG's. Aber ich will ja nichts sagen, aber nur ich und Vadial sind das Vorbild von Master schon Malibuka. Ja, ja, vielleicht vor zwei Seasons. Also, Race the Child. Was glaubst du? Ich hab die jede Season outplaced aus diese anscheinend sind die besten. 9 Kill Win Chat. So, wir gucken uns das jetzt an. Benji ist oh mein Gott, und er macht das. Ja, sind sie, die werden gerade mies weggepressured, wie du gerade schon gesagt hast. Nice. Vielleicht finden wir auch noch ein anderes Vokabular, Jungs. Ja, jetzt werden sie gerade nicht gepressured. Haben aber nur noch 80 Holz und 160 Builds auf der anderen Seite. Ja. Das ist gar nichts. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie gleich nicht richtig heftig weggepressured werden. Sie pressuren gerade jemanden richtig heftig weg. Sie haben sogar Pre-Edits drin. Für den richtigen Pressure. Ja. Und Benji wird richtig krass weggepressured. Ja, keine Mats mehr. Die haben beide keine Mats. Zero Mats. Er muss jetzt No-Scope hitten, den Aquaclass. Und er wurde weggepressured. Weggepressured, nice. Oh, 10 Peppers. Er hat immer ein Pre-Edit drin. Was machst du, Witcher? Tot. Top 21. Er lebt doch immer. Das ist mein Pferd. Und jetzt hat er hier die Wieso-Baute. Sie bereckt hinter ihm und er ist tot. Oh mein Gott. Aqua Buschmann. Aqua Buschmann, Chat. Aqua Buschmann. Wir sind direkt drüben bei Sweezy und Alex. Ey, ich fand das ehrlich cool. Aqua Buschmann, war weiter. Nice. Wo ist der denn? Der trifft ja gar nichts. Der Junge trifft gar nichts. Aber er hat die Sniper. Er hat die Sniper. Er muss jetzt rein. Er muss da rein. Oh, die raffen das nicht. Die müssen jetzt rein. Oh, was macht der Andy-Lex? Er ist gerade nix, Raf Kamora. Und Ananas auf den Hide. Ja, ich wollte die nehmen. Flo, da kommt noch. Ah, 1v2. 1v2, Chat. 1v2. Hat jemand anders genommen? 1v2. 4 Kills. Teak, ne? Teak im 1v2, Chat. Wir gucken mal kurz, was hat er denn? Oh, Christian Dior. Aber es ist halt noch 1 Minute 50, bis die Runde vorbei ist. Das schafft er nicht. Er hat auch viel zu wenig Mats gerade. Zeitwette? Du sagst, er gewinnt das. Ich sag, er verliert. Nein, genau das mache ich nicht. Er sweept sie aber. Er macht's nicht. Aber jetzt. Keine Mats. Oh, aber er hat kein Aim. Aber 6, 7 Kills, 80 Punkte, hätte mal die jemand genommen. Das kann er nicht schaffen, Chat. Ja, und vorbei. Ja, das und Ding vorbei, ist durch. Ja. Der Drops ist gelutscht, Kami und Teak mit 7 Kills weiter. Aber Pink und Ananas, eher gesagt nur Ananas, mit 5 Kills auf der 1. Und sie hat keiner genommen. Sie haben sogar noch einen Chili Splashy, sie haben alles. Sie haben einfach alles und damit ist es das 1v2, das sie natürlich gewonnen haben. Viele Pros haben wir schon diese Season gesehen, die in 1v2 auch mal verloren haben, by the way. Ja. Es darf, also am liebsten ist mir, wenn ihr jetzt alle Losties immer so auf einem Level sind.
Chat, ihr braucht jetzt auch nicht fragen, wer alles dabei ist. Ich habe ein paar schon mal genannt, den Rest seht ihr Sonntag. Oh, bitte, du musst überleben, nur Zeitwerte nicht vergessen, Leitung 3. Zeitwerte, oh mein Gott! Das sieht, oh mein Gott, das sieht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, nice. Das sieht gar nicht gut aus, nein. Nice, oh, warte mal, die haben super nice. Viele Mets. Ja, bitte bauen, Janis. Top 7, Top Achso, 7. Mode, ja. Ja, bitte! Aber ich schaff nicht. Oh, Fully Box! Never mind. Ja! Nein, bitte, nein, Janis. Bitte mach nichts um. Bitte einfach nur den Spieltime. Ja, er spielt eh immer Time. Top 5, Mann, das sind alles Solos. Ja. Nein! Er muss Pop offen. Ja, Solo. Nein, nicht rein, du hast doch Metz. Was machst du? Also, Janis! Top 3! Top 3! Ja. Der gewinnt das Game! Der gewinnt das Game. Es sind alles Solos. Ein Du. Das ist ein Du, der ist schlecht. Janis ist der Beste. Der geht jetzt einfach down. Er hat den Biege nicht mal durchgezogen. Ja, der holt das wirklich. Das war krass. Ja, das war schon echt krass. Das war schon echt sehr, 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 sehr krass. Let's go, Janis. Dickes GG an Janis. Dickes fettes GG. Ja, 10 Subs, Ehrenmann, Janis. Danke, Janis. Och, Digga, das. Es ist so unnötig. Es ist so unnötig. Warum habe ich da gewettet? Mohammed SF4. Ich habe Mohammed SF4 noch gar nicht zugeschaut. Den will ich ja zuschauen. Er hat Letchi nach der Impfung geholt. Hab doch letztens gewonnen, oder nicht? Digga, was sind das für Edits? Mohammed! Diese Edits! Ayabafu, die haben links getötet. Benji auf Highground. Benji auf Highground, bist du mit One-Shot? Oh. Von Guild Ananas. Please give some gas, Benji. Alter, ich hab Benno gar nicht eingeladen. Stimmt. Oh. What? Kessig's dead. Was macht er da? Dabei. Ja, Benji auch anscheinend. Er ist der Beste! Hä? Beide. Ja, er hat den Kill gefinisht. Er und Zone, er geht in sein Tab zurück. Mhm, natürlich. Weil er hat ja keine Mets, deswegen. Weißt du? Deswegen geht er einfach in sein Tab zurück. Das Medkit wird da hingelegt. Man könnte gucken, das wird da. Aber dead. Da kann er auch nichts mehr machen. Flovis in der Retter. Und Ananas und Pink auf Nigron Chat. Die holen den Back-to-Back-Win Chat. Die rücken. Die machen das schlau, aber jetzt 8 Builds und die verbrennen einfach. Das machen sie gut, Ananas ja, und Pink. Das machen die richtig gut. Oh! Nein, brennen das ist dumm. Oh ne, doch nicht. Alter, doch nicht brennen. Alter. Doch, jetzt wieder brennen und wieder brennen. Also, die haben Christian hier unten. Ich spring jetzt einmal rein. Die müssen rein, ja. Ja, das war dumm. Aber die mussten das so spielen. Oh, Ananas! 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 Ja, oh, was? Oh mein Gott! Warte, das müssen wir uns nochmal reinziehen. Was war das denn? Ich glaube, er hat gemisst oder so. Er finisht ihn. Und jetzt, er trifft ihn nicht. Er trifft ihn nicht oder so. Hä? Er hat den Kill nicht bekommen, oder? Doch, er hat. Ah, der andere hat ihn getötet oder was? Warte mal, nochmal kurz ins Replay? Er dachte, er hat den Kill geholt, oder was? Ah, nein. Der letzte Schuss ist von Link reingegangen, Halsmaul. Oh mein Gott. Ja, und er hat ihn halt noch gefinisht, guck mal, wie viel AP er hat. 50. Ja. 50 AP. Ja. Oh mein Gott, ja beide. Oh, was? Ey, aber dickes, fettes GG on Pink und Ananas-Chat. Der Back-to-Back wie Rücken-Win. Das sind wichtige Punkte. 30 oder 32 Punkte gibt es ja, glaube ich, für einen Sieg. Plus nochmal 3 Punkte pro Kill. 9 Punkte haben sie geholt. Aber warte, lass uns erstmal in die Standings, Chat. Hä? Die sind immer noch auf der 1 und immer noch mit 36 Punkten. Obwohl, die, ja, okay, die haben halt gerade 12 Killpunkte geholt, ne? Plus halt nochmal, ja. Flovis und Endretta jetzt auf der 2. Im Real Talk, ich hab die tot gedacht. Also ich habe nicht gedacht, dass sie, also letztes Mal haben die übel gechoked im Finale. Und jetzt sind sie halt am Start. Ananas und Pink auf der 3. Guck dir das an, das ist komplett geistig, Mann. Ey, ja, Buffo sogar auf der 4. Von denen haben wir die ganze Season nichts gehört und jetzt ist er gerade Vierter. Und Dein Pferd auf der 5, Mr. Savage auf der 9 und Noah Rally auf der 10, Chat. Meerstatsch und Malibuka müssen jetzt mal Gas geben, Chat. Das Meerstatsch muss jetzt down gehen. Ja, nice. Default, nice, aber das ist ein Dude, die können das machen. Nice. Nein, das ist gar nicht gut. Nein. Oder? Doch, doch, Top 3. Er lebt noch. Wichtig, hol dir Hide. Oh mein Gott, er holt sich Hide. Alles Solos, Chat. Oh, die fallen noch halt. Oh mein Gott, zum Glück, danke. Drei Pills, dritte. Und Veno, ey, Real Talk, Veno, Props gehen raus. Der ist die ganze Zeit solo live, by the way. Hey, was macht der? Das ist das Losteste, was ich. Hä? Ach so. Ach so, okay. Hatten wir alle nicht auf dem Schirm, Ja, aber der Regenschirm ist da. Ja, das macht er ganz entspannt. Das hatten wir alle nicht auf dem Schirm, weil die auch keinen Pressure von oben gemacht haben. Oh? Nein. Ja, okay, doch nicht. Doch? Nein, oder? Ist nicht. Baby. Jetzt hat er 70. Baby, ist nicht. Oh. Er kommt auf 50 hoch nur. Und ist durch. Schade. Oh, ganz. Oh!
Oha, wie krass ist denn Christian Dior bitte im Late Game? Aber die hatten alles. Wie sterben die denn? Ja, die gegen Dings, gegen Link und Default. So dumm. Aua. Aua. Aua, wie gut sie als Duo das gespielt haben. Allein für sowas müsste ich eigentlich auf Normal Builds gehen. Naja, wenn du auf High Rest spielst, oder nicht? Geht das doch? Guck mal hier. Ja, Mesh. Was macht er mit denen? Du kannst ja nicht Mesh. Hi-Mashes ist ja... It's been a long day. Oh mein, Venno, ich sag doch hier, Venno hat mies einen 100er Hit gegeben. Ja. Das war... Venno ist da. Guck mal hier. Guck mal, Venno seinen Klatsch an. 9 HP. Er hat 9 HP und er überlebt noch das Ganze bis in die Top 2 rein, ne? Dings hat er gemisst. Message. Guck mal hier. Bam. Oh mein Gott, Venno ist so gut. Wie können sie gegen jemanden verlieren, der 9 HP hat? Jetzt mal ernsthaft. Ja, weil sie nicht reinkommen. Oh mein Gott! Ja. Ja, solche Reflexe, Digga. Hä? Er ist ja fully gut. Ich dachte, der ist immer richtig scheiße geworden. Nein, Benno ist richtig krass. Der war auch schon immer krass. Der wird nur immer runtergeredet von ihm. Jeff Boy, hat er das Christian geused, oder was? Ja. Nee. Anscheinend, oder? Nee, er hat ein neues gehabt. Aber Chef, er hätte das nicht geused. Er musste aber. Guck mal, so smart. Hätte er hier probiert, Fork zu fighten, dann wäre Malibu. Hat er den Kill bekommen? Er hat den bekommen. Oh, ah ja, stimmt, er hat den bekommen. Er kriegt den Kill gleich, ne? Er hat den gehittet, er kriegt den Kill und jetzt. Ja, aber er ist chillt zu lange im Storm. Hätte er. Ja. Jetzt sieht er irgendwo noch einen Christian, glaube ich. Ja, aber wo? Ja, da. Ah, da. Und 150er, Digga. Naja. Ah, schade. Aber well fucking played von VenoChat. Muss man einfach GG-Star lassen, Real Talk. Das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass. 24 above Storm Surge Chat. Malibuka, letzte Runde. Jetzt geht's ums Geld. Guck dich das an. Bing Bong. Ja, weil mein Motto ist halt so, weißt du? Wieso nach unten, wo einfach alles. Oh. Oh, Hände. Nein. Das ist so. Nein, er wird. Hol's dir! Aber er hat nur eine AK und eine SMG. Das ist halt nichts. Er braucht eine Pump, ne? Ja. Er ist ein Pump-Spieler. Er ist der Pump-Spieler gerade. Aber Dings lebt noch, ne? Setti und Setti lebt noch, ja. Ich hab's auch. Ja. Okay. Er braucht eine Pump. Ohne Pump wird er die seine Refresh nicht holen. Ach, oh nein. Er ist der beste Spieler der Welt. Oh mein Gott, oh mein Hinter ihm. Christian Dior. Er hat die Pump nicht mitgenommen. Er ist so clever. Er ist so smart. Aber er hat 9 zu Zone. Über ihm zwei Leute. Er muss einen Bomben. Guck mal, wie smart! Wie smart ist! Ich glaube, Seth ist auf Heiz. Ich bin mir ziemlich sicher, Seth ist auf Heiz. Ich schaue so gespannt auf nein. Er hat sich selbst angezündet. Das war nicht so clever. Hä, was will er jetzt machen? Er geht dann. What? Na, hä? Swap reingesetzt! Ruf mir und dich! Hinter dir. Pat! Christian Dio! In deiner Box! Über dir! Raus da! Keine Metz! Was? Wie smart? Wie er ist der Beste? Nein. Hä? Wie clever ist er denn? What? Bone. Top 3, come on! Komm mit die Kleine, nein. Okay, das 32 Punkte. Die anderen haben auch viel Kills gemacht. Das wird so. Ich weiß es nicht. Der Solo-Gottschalt. Er hat alleine Top 3 rausgeholt. Das ist so krank. Was macht er denn bitte? Nicht. Oh, what? 32 Punkte. Warte mal. Ich verliere das. Ja. Wie dumm war das denn? Raus. Ja! Ich wusste es. 30 Subs in meine Tasche. Auf der 1, Chat, Kami, der Pole und Teak. Dickes, fettes GG für die Boys. Link und Default auf der 2. Endretta und Flovis auf der 3. Shizu und Screwy auf der 4. Chapix und Setti auf der 5. Malibuka direkt gefolgt. Hinterher der Solo-Gott. Rifty auf der 7. K6 auf der 8. Ananas und Pink auf der 9. Und Andy Lex auf der 10. Und Eya Buffo leider nicht unter den Top 10. Genauso wenig wie Veno oder Jannis und Noah. Genauso auch nicht Quisi und Hen, Mr. Savage und Benji. Ja, wir gucken mal ganz nach unten. Ah, Pardusei. Das waren die Highlights zu dem Cup-Chat. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr unterhalten wurdet, lasst gerne einen kostenlosen Follow da. Guckt euch sehr, sehr gerne auch nochmal das YouTube-Video an. Verlinken wir euch direkt hier. Lost Legends Cup Announcement Chat. Würde ich mich sehr darüber freuen. Checkt auch gerne meinen Partner ab. Just Legends, die das Ganze mitfinanzieren und sponsern. Das Video, den Videodreh, als aber auch die 12.000 Euro Preisgeld. Das ist halt, nicht von dieser Welt.